Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. So, es ist was gekommen. Es ist was gekommen. Ich muss mich hier. Ich traue es mich ja schon echt nicht sagen, ne? Aber hier schaut es aus wie Sau. Ich bin hier gerade. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich leide hier an akute Überforderung. Ihr wisst ja, wenn es zum Saisonwechsel geht, bekommen meine Wippis immer liebevoll gestaltete Päckchen mit dem neuen Katalog, den neuen Düften etc. pp. Ja, und bei mir artet es immer ein bisschen aus. Also ich habe dann noch die Idee und dann könnte ich das noch machen und das will ich ja eigentlich so machen. Und ja, deswegen hier herrscht das absolute Chaos. Ich habe mich heute sogar in der Arbeit geschickt, dass ich hier gleich wieder am Start bin. Ich wollte eigentlich heute schon die ersten rausschicken, aber ich, ohne Blödsinn, das hat echt wieder hier Dimensionen angenommen. Silly, nein! Silly! Entschuldigung, ich musste meine Katze mal ein bisschen zurechtweisen. Ja, also das hat wieder Dimensionen angenommen. Ne? Ach Gott, Leute, ich sag's euch nur. Es ist echt zum Kotzen. Aber ich will jetzt hier nicht rumjammern. Wo habe ich jetzt mein Cuttermesser? Ich habe heute schon mal was aufgeschnitten, ich weiß. Aber wo ist es? Ich habe keine Ahnung. Dann muss ich jetzt das versuchen, mit der Schere hier aufzukriegen. Die Marie ist gekommen. Die Marie. Und ja, man sieht, mein blödes Ringlicht geht wieder nicht. Ich brauche mehr Licht. Ich brauche mehr Licht. Vielleicht finde ich dann auf dem Weg mein Cuttermesser. Naja, hier ist es. Hier ist es. Tada! Ich bin wieder da. Ach ja, genau. Die Katze hat hier nur... Die wollte jetzt in meine Box mit meinen ganzen Disney-Buddies reinpingeln. Ey. Und jetzt hockt sie auf dem Klo. Na, super. Ja, zurück zum Text. Ja. Oh mein Gott. Ich habe noch nicht mal den Karton offen und bin schon schwer im Lauf. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Echt. Ist. Also man muss ja jetzt echt hier tatsächlich das Hauptaugenmerk. Wir fangen damit an. Ich habe sie gebraucht. Ich habe den Buddy gebraucht. Aber jetzt schaut euch mal diesen süßen Karton an. Und sogar unten drauf. Oh mein Gott, ist der nicht mega? Ist der nicht mega süß? Dazu gab es ja den passenden Sandpack. Ja, wo ich jetzt natürlich wieder nicht weiß. Ich habe das doch eigentlich mit drauf. Ich finde hier gar nichts mehr. Ohne Scheiß. Wenn ihr wüsstet, ich war ja so stolz, dass mein Büro so schön sauber war. Und jetzt könnte ich eigentlich nur noch heulen. Nein. Ich habe es hier. Moment. Aufpassen, dass mir jetzt nicht meine ganzen Duftgruppen in den Mülleimer abdriften. Der Duft der süße Kirschblüten und cremige Vanille spielen eine schöne Melodie, während die frische Frühlingsluft sie nach Hause begleitet. So, ich kriege jetzt den Karton nicht einmal auf. Leute, was ist heute los? Also, ich bin. Also, das Licht hat aber nichts gebracht, ne? Gott.
passen halt auch wieder. Also ohne Scheiß, die Designer von der Verpackung, oh mein Gott, ist die plüschig. Die Designer von den Verpackungen, also gerade bei den Disney, die stecken da echt so viel Herzblut allein schon in die Verpackung mit rein. Oh mein Gott, ist die süß. Oh mein Gott, ist die, oh Gott, ist die flauschig. Schaut die euch, oh Gott, ich glaube, die muss ins Bett. Die muss zu mir ins Bett. Die ist mega flauschig. Die hat hier oben ein Schleifchen und hier hinten die mega fette Schleife. Und hier ist ja der Reißverschluss, wo das Sandpack reinkommt. Aber die könnt ihr natürlich auch für andere Sachen nehmen. Ihr könnt die Zähne für die Zahnfee reintun. Ihr könnt, oh Gott, ist die süß. Ist die süß. Oh. Als Sorgenfresser oder. Das ist so ein quasi ein kleines Geheimversteck. Oh mein Gott, die Schleife ist echt süß. Oh mein Gott, ist die süß. Die ist. Oh mein Gott, mein Bauch knurrt. Die ist ja cute. Oh mein Gott, die ist süß. Die, also, mega. Bereue ich nicht. Bereue ich nicht. Bereue ich nicht. Die ist übrigens noch zu haben. Und jetzt kommen wir zur Lampe. Hier ist auch wieder mega viel Detailarbeit in dem Karton drin. Ringsrum. Die war nach, ich glaube, nach einer Stunde war die ausverkauft. Aber es gibt eine zweite Chance. Bis zum 28. Februar geht ihr einfach auf meine Homepage www.blackheaven.sensi.de. Da kommt dann gleich auf der Startseite Aristocats. Und da scrollt ihr dann zu der Lampe und da steht dann Vorbestellen. Ihr leistet eine Anzahlung von 21,25 und der Rest wird dann beim Abrufen der Lampe dann fällig. Und es heißt September. Also ja, ich weiß, es ist eine lange Wartezeit, aber ihr werdet gleich sehen, warum. So, because I am a lady, that's why. Das ist ja so ihr Spruch. Gott, ich bin jetzt so gespannt. So, hier haben wir schon mal das Oberteil vom Wollknäuel. Och, Silly, ernsthaft jetzt? Meine Katze war jetzt echt auf dem Klo. Oh mein Gott! So klein ist die gar nicht. Oh mein Gott, aber die ist so süß. Die ist ja so herzig. Also hier ist noch ein Teil vom Schleifchen. Und ihr wisst ja alle, oh, schau mal, die hat, ach nee, die hat kein Ding. Ach ja, die hat hier einen An- und Ausknopf. Ist komplett aus Keramik. Ah, da gibt es doch bestimmt auch wieder solche Einbuchtungen, oder? Ja. Ah, seht ihr, hier ist so ein Schnibbel. Der kommt hier auf die Pfote rein. Dann hält es auch schön. Ist die nicht süß? Oh Gott, die ist süß. Die ist echt süß.
Also das kann er vergessen. Ich habe ja keinen Platz mehr im Schlafzimmer. Ich darf hier nicht mehr Duft machen im Schlafzimmer. Aber die ist zauberhaft. Die muss nach unten. Die darf hier nicht oben stehen bleiben. Nein, die muss nach unten. Die muss nach unten. Die ist zauberhaft. So. Und jetzt natürlich der passende Duft. Absolutely perfect. Ich habe es ja schon vorgelesen. Ich bin gespannt. Riecht jetzt auf jeden Fall bestimmt besser wie mein Katzenklo. Die sind halt immer noch kalt, ne? Ich weiß gerade nicht. Moment, was soll da drin sein? Kirschblüte? Oh, okay. Was? Süße Kirschblüten, cremige Vanille und frische Frühlingsluft. Ja, also ich glaube, ich muss den, also die Kirsche kommt langsam raus, aber ich glaube, der muss echt erstmal jetzt auf Zimmertemperatur. Ich muss den mal mit runternehmen. Weil wenn der so bleibt, ist er nicht gut. Aber ich muss da hinter mir dann eh noch ein bisschen was machen. Da kann ich den gleich mal reinschmeißen. Aber so ist der jetzt. Also es kommt jetzt langsam, aber sicher hier so ein bisschen die Kirsche. Was ist denn hier? Aufpassen, dass ich es einsauge. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den toll finde. Okay, abwarten. Abwarten. Mein Review dazu gibt es mit hundertprozentiger Sicherheit am Sonntag. Bei was habe ich die letzten Tage erwärmt? So, jetzt habe ich hier natürlich noch mehr Zeug rumstehen. Ich werde echt verrückt. Und dann habe ich hier noch ein Päckchen stehen. Ich habe nämlich heute noch ein Päckchen gekriegt. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Liebe machen soll, die ich von euch kriege. Und ich bin total überfordert. Und ja, da mache ich jetzt natürlich auch noch ein Video. Und dann sehen wir uns spätestens heute Abend um 20.30 Uhr, ich hoffe pünktlich, zum Freaky Friday. Ich hoffe, bis dahin geht mein Ringlicht, aber ich habe es langsam aufgegeben. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast, auf der Suche nach einem bist, nach einer neuen bist dann guck in die Beschreibung. Ich wollte jetzt schon wieder was anderes sagen. Dann schau in die Beschreibung, da steht meine Handynummer und da darfst du mir gerne schreiben. Und freue ich mich riesig. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video und aller spätestens heute Abend.